Im heutigen Video tanzen wir wieder gemeinsam. Mein Name ist Jana, ich bin Tanzpädagogin, Burlesque-Künstlerin und Bauchtanzlehrerin. Und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Tanzkombinationen zum Mitmachen. Und ja, im heutigen Video habe ich wieder eine kleine Tanzkombination für dich vorbereitet. Ich zeige sie dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt. Und ganz zum Schluss tanzen wir wieder beide gemeinsam. So, das ist die Tanzkombination des heutigen Videos. Und ich erkläre sie dir jetzt Schritt für Schritt. Grundsätzlich machen wir hier nur vier Dinge. Und zwar eine Pose, Bumps, Grinds, wieder eine Pose. Dann wechseln wir die Position und machen nochmal genau dasselbe. Ja, also wir fangen nochmal an, du kannst direkt mitmachen. Und zwar geht es los mit einer Pose. Dafür stellst du dich wieder elegant hin. Das heißt, die Füße zeigen 45 Grad nach außen in die Zimmerecke. Ein Fuß stellst du elegant auf. Achte auf eine elegante Haltung. Das heißt, der Fuß steht hier dicht am anderen Fuß und hier nicht irgendwo so weit weg. Dein Knie zeigt über dein anderes Knie, also nicht so, sondern so. Du hast hier eine schöne Silhouette, bist aufgerichtet. Aus deinem Dekolleté scheint die Sonne. Du rollst deine Schultern einmal nach hinten und steckst sie hinten in die Hosentasche. Dein Hals ist lang und dein Kopf ist an einem Silberfaden nach oben gezogen. Und jetzt geht es los. Wir machen eine Pose. Dafür heben wir einen Arm und den zweiten Arm. Diese Pose hältst du für circa 2 Sekunden. Du kannst dir vorstellen, dass hier jemand ein Foto von dir schießt. Und dann gehst du ganz energisch mit den Armen abwechselnd wieder nach unten. Eins, zwei. Jetzt kommen die Bumps. Die Bumps sind diese zackig schnellen Bewegungen. Die passen zum Beispiel gut auf so Trommelmusik. Ja, also wenn du so zackige Musik hast, passen diese Bumps sehr gut. Und zwar machen wir jetzt 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und du kannst das für dich variieren. Je nachdem, wie es zu deiner Musik passt und wie sich das für dich gut anfühlt, kannst du das für dich variieren. Wie gesagt, ich gebe dir hier Inspirationen. Und jetzt nach den Bumps machen wir diese Grinds. Die Grinds sind weich geschmeidige Bewegungen. Ja, also das Gegenteil von den Bumps. Weich geschmeidig. Und es gibt unendlich viele Arten von Grinds. Also es gibt verschiedene Grinds. Wir machen jetzt die Grinds, bei denen du dir vorstellst, du malst eine 8 auf den Boden. Ja, also mit deiner Hüfte malst du jetzt gedanklich eine 8 auf den Boden und lässt diese Bewegung dann so richtig schön weich, fließend, geschmeidig werden. Ja? Und auch das kannst du so lange machen, wie es zu deiner Musik passt.
Und jetzt machen wir nochmal eine Pose. Halten für 2 Sekunden. Und diese ganze Sequenz, also Pose, Bumps, Grinds, Pose, wiederholen wir jetzt nochmal und zwar an unterschiedlichen Stellen im Raum. Und dafür gehen wir einfach ein paar Schritte. Ja, also ich gehe jetzt zum Beispiel 2 Schritte in diese Richtung. 1, 2. Hab wieder meine elegante Pose, eine elegante Grundhaltung. Und jetzt geht es nochmal von vorne los. Jetzt machst du nochmal genau das Gleiche, nämlich Pose, Bumps, Grinds, Pose. Und du variierst jetzt hier gerne ein bisschen. Also für die Pose kannst du jetzt hier einen Arm nach oben nehmen, hältst diese Pose, wieder runter, Bump, 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 Grind, Pose. Ja, das Ganze jetzt nochmal dort. Das heißt, wir laufen jetzt ein paar Schritte nach dort. Ja, je nachdem, wie viel Platz du hast oder wie es zu deiner Musik passt, kannst du dir aussuchen, wie viele Schritte du gehst. Ja, also 1, 2, 3, 4. Elegante Grundhaltung und jetzt nochmal. Pose. Ein Arm nach oben, zweiter Arm nach oben, halten, Arme nach unten, Bump, 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 Grind, Pose. Genau, und das war's. Ja, also du siehst, du kannst mit einfachen Kleinigkeiten dir schon eine kleine Burlesque-Tanzkombination zusammenstellen. Wir haben jetzt hier Pose, Bumps, Grinds, Pose gemacht. Und das war's. Ja, also das ist eigentlich schon alles, was du brauchst, um dir selber eine Tanzkombination zusammenzustellen. Ja, und wenn du das tanzt, achte da wirklich auf Kleinigkeiten, wie zum Beispiel schöne gestreckte Finger, eine elegante Pose. Ja, und genieße das wirklich für dich. Ja, also mach das wirklich ganz für dich. Nimm dir die Zeit, gönn dir einfach für dich den Moment und hab nicht solche Gedanken wie, oh Gott, was würde jetzt mein Chef von mir denken, wenn der mich jetzt hier so sehen könnte oder ich muss jetzt noch einkaufen, muss noch das, das, das und das machen. Versuch das einfach mal so von dir wegzuwerfen, also wirklich mal abzuschmeißen, diese Gedanken und gönn dir einfach so für dich diesen Moment. Genau. Und wir tanzen das jetzt beide gemeinsam nochmal. Und wenn du hier irgendwelche Videowünsche hast, kannst du mich das gerne in den Kommentaren wissen lassen.